Guten Abend und ganz herzlich willkommen im Kunstbau des Lehmbachhauses, mitten in der Präsentation Kunst nach 1945, die, glaube ich, für den heutigen Abend und das Thema besonders gut passt. Es ist der zweite Vortrag in einer Reihe, die das Lehmbachhaus zusammen mit dem Goethe-Institut organisiert hat. Neben mir steht Leonhard Emmerling, Bereichsleiter Bildende Kunst im Goethe-Institut. Mein Name ist Karin Althaus, ich bin Kuratorin hier am Haus. Der letzte Vortrag war eine allgemeine Einführung zum Thema, was macht das Medium Kunst im Zeitalter des Digitalen. Heute geht es ganz konkret um Malerei. Nächste Woche, das will ich auch gleich noch ankündigen, findet der Vortrag wieder im Goethe-Institut statt. Und dort wird Kerstin Starkemeier über digitales Körperwissen, neue Materialismen in der Gegenwartskunst sprechen. Und ich übergebe jetzt gleich das Wort an Leonhard Emmerling, der unsere heutige Referentin Isabel Graf einführt. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, in dieser Reihe zu sprechen. Vielen Dank, guten Abend und auch von mir herzlich willkommen, liebe Frau Graf. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Frau Graf, Sie haben die Ideen zu dieser Vortragsreihe, was macht das Medium medienspezifisch, von Anfang an mitbegleitet und ich freue mich sehr, dass es jetzt auch zu einer Zusammenarbeit kommt. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Graf ist Mitbegründerin und Herausgeberin von einem der interessantesten Periodika in der deutschen Szene, Texte zur Kunst. Darüber hinaus unterrichtet sie als Professorin am Institut für Kunstkritik an der Städelschule in Frankfurt. Dieses Institut für Kunstkritik hat sie 2003 mit Daniel Birnbaum begründet. Isabel Graf ist Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem Der große Preis von 2008, in dem sie sich mit den Verflechtungen zwischen Kunstmarkt und der Produktion symbolischen Kapitals, der Produktion von Wert, auseinandergesetzt hat. 2010 widmete sie eine Ausgabe von Texten zur Kunst dem Thema Malerei, This is not the issue. Isabel Graf und Helmut Draxler überschrieben ihr Gespräch zum Thema mit dem Titel Die Malerei gibt es nicht. Dieses Gespräch mündete in ein Buch über Malerei, das 2012 erschienen ist. Ich freue mich sehr auf Isabel Grafs Vortrag zum Thema Wert des Lebendigen. Malerei zwischen Spur und Subjekthaftigkeit in der neuen Ökonomie. Bitte begrüßen Sie mit mir Isabel Graf. Ja, vielen Dank, Frau Althaus und Herr Emmerling, für die Einladung nach München. Ich musste eben an eine alte Artikelüberschrift in Texte zur Kunst denken. Das war irgendwann in den frühen 90ern, da ging es um Günter Förg und der Artikel wurde mit den Worten "Bitte nicht nach München schicken" betitelt und heute ist es umgekehrt. Ich bin in München und freue mich sehr darüber, auch in dieser Sammlung zu stehen. Allerdings werde ich nicht unmittelbar etwas zu den Bildern sagen, die Sie hier sehen, von daher sollte man die jetzt ausblenden, ab jetzt sozusagen. Das, was Sie im Folgenden hören werden, ist eher skizzenhaft und spekulativ, sozusagen Work in Progress. Ich arbeite nämlich im Moment an einem Buch mit dem Arbeitstitel Die Liebe zur Malerei. Und das ist noch alles ein bisschen unausgegoren, um ehrlich zu sein, und nicht so ganz wasserdicht. Und ich hoffe, dass wir anschließend eine Diskussion führen werden, die auch mich weiterbringt und aus meinen methodischen Schwierigkeiten herausreißt, deren Zeuge Sie nun werden. Ja, der Vortrag hat 8 Schritte. Ich werde jeden Schritt im Einzelnen ankündigen, damit Sie sozusagen bei mir bleiben. Zu den Bildern, die ich zeige, möchte ich auch noch vorab sagen, damit auch hier keine Missverständnisse entstehen, dass ich den Bildern nicht in jedem Fall Gerechtigkeit widerfahren lassen kann. Es wird vorkommen, dass Sie sozusagen das Gesagte nur illustrieren, nicht dass Sie sich wundern. Und ich fange jetzt mit Schritt 1 an, mit der Einführung. Ich muss mich hier irgendwie organisieren. Ja.
Der französische Kunsthistoriker Hubert d'Amiche hat einmal den Pinselstrich zum Kennzeichen der Subjektivität in der Malerei erklärt. Hier sehen wir Pinselstriche von Gerhard Richter. Sie sehen jetzt etwas gepixelt aus. Das ist natürlich im Grunde in Wahrheit sehr schlierenhafte Ölmalerei. Das sieht man leider in dieser Abbildung nicht so gut. Also der Pinselstrich ist nach d'Amiche das Kennzeichen der Subjektivität in der Malerei. Denn im Unterschied zu sprachlichen Äußerungsakten gäbe das Gemälde dem Auge via Pinselstrich nichts anderes preis als die Spuren einer Aktivität. Und bei dieser Überlegung, dass die Malerei sozusagen als Spur einer Handlung aufgefasst werden kann, bei dieser Überlegung setzt dieser Vortrag an, dass die Malerei sozusagen Spur einer Handlung ist und mithin Subjektivität evoziert, die Subjektivität der Malerei und Agency suggeriert. Das ist die Grundprämisse, wenn man so will, dieses Vortrag. Doch anders als d'Amiche, der die Malerei in die engen Grenzen des Leinwandbildes verwiesen hat, werde ich ihren vielfältigen Ausweitungen und Erweiterungen in einem ersten Schritt Rechnung zu tragen versuchen. Und zugleich, ich werde nicht nur diesen Erweiterungen und Ausweiterungen nachgehen, die Malerei ist nämlich nicht mehr mit dem Leinwandbild gleichzusetzen, sondern ich werde zugleich nach ihrer Spezifik oder besser noch Restspezifik fragen. Ich werde mich also mit der Art und Weise befassen, wie Malerei sich entspezifiziert hat, spätestens seit den historischen Avantgarden im frühen 20. Jahrhundert, und wie man trotzdem nach ihrer Restspezifik fragen kann und diese erörtern kann. Nun war mit dieser Subjektivität der Malerei bei d'Amiche keineswegs die Subjektivität der Künstlerin oder der Malerin gemeint, die sich etwa in ihrer Malerei offenbaren würde. Subjektivität bedeutet hier vielmehr, dass die Malerei einen eigenen Diskurs, eine eigene Erzählung entfaltet, die als ihre Subjektivität aufgefasst wird. Nicht nur bei d'Amiche, sondern auch in weiten Teilen der französischen neueren Kunstwissenschaft wird die Malerei entsprechend als eine Art Quasi-Subjekt aufgefasst, das ein Eigenleben führt, spricht und denkt. Meines Erachtens kommen nun derart vitalistische Projektionen nicht von ungefähr. Es sind die malerischen Praktiken selbst, die diesen Projektionen Vorschub leisten. Sie geben ihnen den Anlass und lassen sie berechtigt erscheinen, wie ich in einem zweiten Schritt ausführen werde. Dass malerische Praktiken als Quasi-Subjekt erlebt werden können, führe ich auf das in der Malerei besonders reißfest geknüpfte Band zwischen Produkt, dem gemalten Bild, und Person, der Malerin, zurück. Dieses Band zwischen Produkt und Person ist meines Erachtens in der Malerei besonders reißfest geknüpft. Eben weil die abwesende Schöpferin im malerischen Produkt selbst irgendwie anwesend zu sein scheint, kann dieses Produkt als Quasi-Subjekt erlebt werden. Und diese Fähigkeit der Malerei zur Suggestion von Vitalität und Lebendigkeit werde ich in einem dritten Schritt auf ihre spezifische Indexikalität, das ist ein kompliziertes Konzept, das erkläre ich dann noch, zurückführen. Und für diese Indexikalität der Malerei werde ich nachweisen, dass sie sich von der Indexikalität anderer Kunstformen unterscheidet. Und zwar dahingehend, dass die Malerei ihren Autor massiv ins Spiel bringt und als dessen Manifestation gelesen werden kann. Und mit dieser spezifischen Indexikalität der Malerei hängt es nun meines Erachtens zusammen, dass sie die geisterhafte Präsenz ihrer abwesenden Schöpferin zu suggerieren vermag. Mehr noch scheint sie, so lautet meine diesbezügliche These, mit der lebendigen Arbeit der Künstlerin auf besondere Weise angereichert zu sein, ohne jemals in diesem Aspekt aufzugehen. Allerdings haben wir es hier mit einer Form von Lebendigkeit zu tun, die anders verfasst ist als die vielbeschworene ästhetische Lebendigkeit seit der frühen Neuzeit. Der Eindruck von Lebendigkeit, um den es mir im Folgenden gehen wird, resultiert aus der in gemalten Bildern scheinbar verausgabten Lebens- und Arbeitszeit der Künstlerin. Der Zusatz scheinbar spielt darauf an, dass wir es mit einer Suggestion von Lebendigkeit zu tun haben. Die Künstlerin muss nicht unbedingt selbst Hand angelegt haben an ihr Bild, damit dieser Effekt eintritt.
sogar für jene malerische Praktiken der Nachkriegszeit, die antisubjektivistisch oder antivitalistisch ausgerichtet waren, werde ich in einem vierten Schritt zeigen, dass auch sie vitalistischen Projektionen Vorschub leisten. Das geht jetzt hier nicht mehr. Das hängt jetzt hier fest. Das ist auch nicht das Bild, was ich... Mit wo was klicken? Hier klicken. Das war das Letzte, das ist das Nächste. Ja, es ist, wir haben die falsche Präsentation. Es ist, ich habe nicht dran gedacht, ich habe noch einen Namen, ist egal. Und wie mache ich es jetzt? Ja, ja, ist egal. Einfach hier auf den Knopf klicken. Und womit? Okay. Einfach nur aufs Touchpad. Und zurück ist dann hier. Oh je. Ich weiß nicht, weshalb die nicht verknüpft. Okay, es gibt ein kleines Problem. Ich muss das jetzt hier so mit dem Touchpad machen. Also auf jeden Fall wird meine These sein, ich führe das dann auch aus, dass selbst jene Praktiken der Nachkriegszeit, wie zum Beispiel Polke, denen es darum ging, auf eine antisubjektivistische Weise diese Idee, dass Malerei die Handschrift des Künstlers insinuiert, diese Idee sozusagen zu kritisieren, dass selbst diese Praktiken vitalistischen Vorstellungen Vorschub leisten und sie bedienen und den Eindruck erwecken, dass sich das Bild irgendwie selbst gemalt hat, ein Eigenleben führt oder über Vitalität und Lebendigkeit verfügt. Und zuletzt, das wird der letzte Punkt sein, da werde ich noch eine Brücke zwischen dieser spezifischen Indexikalität der Malerei, der in ihr verausgabten lebendigen Arbeit und ihrer Wertform schlagen. Genauer werde ich den Wert der Malerei, der sich in ihrer ungebrochenen Popularität manifestiert, mit der Art und Weise in Verbindung bringen, wie Lebens- und Arbeitszeit in ihr gespeichert wird. Denn die Speicherung von Lebens- und Arbeitszeit in einem materiellen Ding ist die grundlegende Voraussetzung dafür, dass Wert generiert wird, wie ich in einem letzten Schritt mit Rekurs auf die Werttheorie von Karl Marx zeigen werde. Kein Wert ohne lebendige Arbeit. So könnte man diesen Zusammenhang zwischen Wert und Lebendigkeit formulieren. Wenn es nun zutrifft, dass die Malerei eine Art unmittelbaren Zugriff auf lebendige Arbeit verheißt, dann könnte hier vielleicht die Erklärung für ihre ungebrochene Popularität, zumal in unserer neuen Ökonomie liegen, die von den Sozialwissenschaften wahlweise als Postfordismus, vernetzter Kapitalismus oder kognitiver Kapitalismus bezeichnet wurde. In einer solchen Ökonomie ist es bekanntlich das Leben, das zur Arbeit geht. Diese Ökonomie schöpft Affekte ab und zielt auf unsere Lebensweise. Offensichtliches Beispiel wäre Facebook. Die Malerei scheint mir nun genau jenes Leben zu verheißen, das in der neuen Ökonomie zu einer wertvollen Ressource aufgestiegen ist. Und hier liegt wohl möglich der Schlüssel dafür, dass die Malerei immer noch, zumal in der Auktionssphäre, an der Spitze der künstlerischen Hierarchien steht und dies trotz der vielbeschworenen Entgrenzung der Künste. So, Schritt 1 war in a nutshell, was ich sagen wäre, und jetzt geht's los. Schritt 2 für einen erweiterten Malereibegriff, der ihre Restspezifik erfasst. Jetzt geht es also erstmal in einem ersten Schritt darum, definitorische Fragen zu klären. Was ist mit Malerei eigentlich gemeint? Für Kunsthistoriker wie den bereits zitierten Damisch oder für Louis Marin war Malerei noch ganz selbstverständlich gleichbedeutend mit Farbe auf Leinwand. Mit dem Leinwandbild. Diese Engführung von Malerei und Leinwandbild impliziert meines Erachtens jedoch einen sehr restriktiven Malereibegriff, der zumal angesichts der massiven Ausweitung und Erweiterung malerischer Praktiken seit dem frühen 20. Jahrhundert mehr als fragwürdig erscheint. So, jetzt muss ich das hier irgendwie versuchen. Das ist falsch. So. Die Malerei hat die engen Grenzen des Leinwandbildes, wie zum Beispiel hier bei Elisitzkis Brown Room, die erste Installation, wenn man so will, wo das Bild längst aus seinem Rahmen getreten ist. Die Malerei hat die engen Grenzen des Leinwandbildes schließlich längst aufgesprengt, um auf vielfältige Weise, metaphorisch, buchstäblich, über diese Grenze des Leinwandbildes hinauszuweisen, um zum Beispiel in den Raum auszugreifen, wie hier bei Elisitzki. Die Grenze zwischen dem, was innerhalb und außerhalb ihres Rahmens liegt, ist somit ebenfalls fragwürdig geworden, wenn diese Grenze nicht immer schon fragwürdig gewesen ist.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz nur auf wenige einschlägige historische Beispiele verweisen, an denen sich diese Öffnung der Malerei hin zu ihren Lebenswelten seit den historischen Avantgarden exemplarisch veranschaulichen lässt. Francis Picabias Naturmort, mein Lieblingsbild of all time, steht nicht nur für die symbolische Aufsprengung des Leinwandbildes, sondern mehr noch für dessen konkrete Fusion mit einem Objekt aus der Lebenswelt. Denn hier wird die Malerei einerseits mit der Logik des Ready-Mades konfrontiert, da sie ein externes Konsumgut, den Plüschaffen, den Sie hier sehen, der auf die Leinwand fixiert wurde, mit diesem externen Konsumgut fusioniert die Malerei hier. Sie hat es in sich aufgenommen und dadurch, könnte man sagen, tritt Manufakturarbeit in sie ein, was letztlich ihre Revitalisierung bedeutet. Zu der ästhetischen Arbeit des Künstlers kommt hier sozusagen die externe Manufakturarbeit, die den Stoffaffen produziert hat, und tritt in diese Arbeit ein. Zugleich fungiert die Malerei hier aber auch als Träger einer sprachlichen Botschaft. Sie mutiert zu einem Diskursobjekt, in dem sie zu uns spricht. Porträt de Cézanne, Porträt de Renoir, Porträt de Rembrandt, Naturmort. Natürlich werden Rembrandt, Renoir und Cézanne als ödipale Väter der Malerei hier für tot bzw. zu dummen Affen erklärt. Die Malerei spricht hier also zu uns via Integration von Schrift. Und Sprechen ist ebenfalls ein Indiz von Lebendigkeit. In demselben Maße also, wie sie auf äußere Lebenswelten ausgreift, Manufakturarbeit, Stofftiere, textliche Mitteilungen, kommt ihr mehr Vitalität und Lebendigkeit zu. Für ihre buchstäbliche Erweiterung um Körper und performative Elemente gibt es zahlreiche Beispiele in der Nachkriegskunst. Ich verweise hier nur auf Yves Kleins Anthropometrie oder auf die Aktionen der Gutei-Gruppe. Hier Passing Through von Saburo Murakami. Dass Körper und gemaltes Bild hier unmittelbar miteinander assoziiert werden, bedeutet letztlich, dass die Malerei mit Leben aufgeladen wird. An ihrer Revitalisierung durch den Performative Turn kann kein Zweifel bestehen. Polkes Schimpftuch ist für mich ein weiteres Beispiel dafür, wie die Malerei aus den engen Grenzen des Leinwandbildes heraustritt, um performativ mit dem Körper des Künstlers zu verschmelzen und von ihm wie ein Kleid getragen zu werden. Sie bezieht neue Energien aus dieser inneren Verbindung zur Persona des Künstlers. Insofern, als diesem Schimpftuch Flüche und Schimpfwörter eingeschrieben wurden, mutiert es aber auch wieder zu einem diskursiven Objekt, das zu uns spricht und auch dadurch Lebendigkeit beansprucht. Etwas, das spricht, ist quasi lebendig. Das Leinwandbild hat sich hier in einen Sprechakt verwandelt. Längst haben sich malerische Verfahren, aber auch die Lektionen der Institutionskritik der 70er Jahre angeeignet. So etwa bei den visuellen Markierungen von Künstlern wie Nile Toroni oder Daniel Buren. Hier kann Malerei offenkundig nicht mehr mit einem flachen, an der Wand hängenden Bildträger gleichgesetzt werden. Sie präsentiert sich vielmehr als eine serielle Markierung, die kraftvoll und dynamisch in den Raum ausgreift, um auf ihre institutionellen Bedingungen aufmerksam zu machen. Die Malerei wird gleichsam mit dem erkenntnistheoretischen Potenzial eines Akteurs ausgestattet und dadurch revitalisiert. Sie eindeutig abgrenzen zu wollen, fällt unter diesen Bedingungen offenkundig schwer. Es stellt sich die Frage, wie sich die Spezifik der Malerei überhaupt denken lässt, wie sie überhaupt bestimmt werden kann, unter Bedingungen, in denen sie sich auf vielfältige Weise entspezifiziert hat. Erschwerend kommt an diesem Punkt noch hinzu, dass zahlreiche Malerinnen und Maler ihre Aktivitäten heute keineswegs nur auf malerische Aktivitäten beschränken. So gehören etwa für die Malerin Amy Sillman, hier sieht man ein Bild von ihr, Filme oder Diagramme ganz selbstverständlich zum integralen Bestandteil ihrer malerischen Praxis. Oft sind es auch Drucksachen wie Poster, etwa im Werk von Martin Kippenberger, denen derselbe Stellenwert zugeschrieben wird wie seinen gemalten Bildern. Tatsächlich fungieren die Poster im Werk von Kippenberger als zentrales Vehikel der Selbstvermarktung.
In demselben Maße, wie sich die Malerei um nichtmalerische Verfahren erweitert hat, dient sie aber auch nichtmalerischen Kunstformen als impliziter Horizont, wie es Kerstin Starkemeyer und Avigal Moss treffend genannt haben. Das heißt, auch für andere Kunstformen wie Fotografie oder Video ist Malerei der implizite Horizont geblieben. Als Beispiel würde ich dafür, für diese Funktionsweise der Malerei als impliziter Horizont, würde ich auf Künstler wie Jeff Wall oder Wolfgang Tillmans verweisen wollen. Ein Künstler wie Jeff Wall hat für mich unermüdlich den Beweis dafür angetreten, dass die Fotografie die repräsentativen und narrativen Strategien der Malerei, speziell hier die Bilder von Manet, durchaus in sich aufnehmen kann. Und ein Künstler wie Tillmans hat unermüdlich den Beweis dafür angetreten, dass auch die Fotografie materielle Oberflächen erzeugen kann, die sich der Materialität eines abstrakten Bildes mimetisch annähern, wie hier die beiden Bilder rechts. Die Ausbreitung des Dispositivs der Malerei, wie es Helmut Draxler genannt hat, schreitet offenbar unermüdlich voran. Draxler zufolge ist diese Ausbreitung vor allem in jenen Bereichen festzustellen, die sich von der Malerei möglichst kategorisch abtrennen wollten. So hat Draxler gesagt, und ich glaube, er hat recht, dass das Tableau unmittelbar im Filmscreen fortlebt und dass die malerische Perspektive in der produktiven Kamera der Fotografie ihre Fortsetzung findet. Und ich finde, das kann man schön bei Kleck und Gutmann zeigen, wie die Malerei mit ihrer Perspektive und den Fenstermetaphern hier sozusagen das Strukturmodell geliefert hat. Angesichts dieser Omnipräsenz von malerischen Codes und Konventionen könnte man nun für einen elastischen Malereibegriff optieren, der die Malerei gleichsam überall am Werk sieht und noch die Assemblagen einer Rachel Harrison als Malerei schon deshalb bezeichnet, weil sie malerische Rhetoriken, hier die des Impressionismus, aufführt und mobilisiert. Ich würde jedoch vorschlagen, dass man den Malereibegriff nicht derart beliebig ausweitet. Ich möchte im Folgenden für eine Auffassung von Malerei plädieren, die einerseits ihren diversen historischen Erweiterungen und Ausweitungen Rechnung trägt, so wie ich es versucht habe zu tun, um ihr andererseits jedoch eine Art Restspezifik, wie ich es nenne, zuzugestehen. Gäbe es nämlich eine solche Spezifik nicht, dann wäre es ja im Grunde genommen sinnlos, von Malerei überhaupt zu sprechen. Unter Malerei sollen deshalb im Folgenden jene Praktiken verstanden werden, die einerseits keineswegs an ihrem Rahmen enden und ihre Ausweitung auf vielfältige Weise vorangetrieben haben, dennoch halten sie gleichsam inmitten dieser Entgrenzung und Entspezifizierung an der Spezifik des Leinwandbildes fest oder an Variationen dieses Formates. Und ein Beispiel für mich wäre hier die Künstlerin Jutta Köther, die eine Öffnung der Malerei betrieben hat hin zu performativen Elementen. Und dennoch kommt hier das Leinwandbild weiterhin zum Einsatz, wodurch die Möglichkeit eingeräumt wird, dass die Malerei etwas Spezifisches leistet. Schritt 3, das enge Band zwischen Produkt und Person. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie können wir dieser Restspezifik habhaft werden, wenn sich die Malerei längst mit anderen ästhetischen Verfahren, wie zum Beispiel dem Ready-Made, wie bei Picabia, oder linguistische Propositionen, wie bei Polke, bis hin zur Institutionskritik, wie bei Toroni und Buren, wenn sich die Malerei mit all diesen malereifremden, wenn man so will, Elementen assoziiert hat, was kann dann ihr Spezifisches sein? Könnte es sein, dass das Leinwandbild im Speziellen bestimmten Projektionen, vitalistischen Projektionen, würde ich sagen, Vorschub leistet, die andere künstlerische Formate weniger stark oder auf andere Weise bedienen? Und ich versuche also, um dieser Suggestivkraft der Malerei auf die Spur zu kommen, werde ich im Folgenden für ein semiotisches Verständnis von Malerei optieren. Das heißt, ich werde die Malerei als eine Sprache auffassen, als ein Zeichensystem. Genauer werde ich mit dem Konzept von Charles Sander Peirce, dem Konzept der Indexikalität, arbeiten, es übernehmen und abwandeln, um zu verstehen, was diese spezifische Suggestivkraft der Malerei eigentlich ist. Der semiotische Zugang zur Malerei, der sie als eine Sprache,
als eine Form der Zeichenproduktion auffasst, hat zunächst einmal zwei Vorzüge. Zuerst einmal erlaubt er es uns, malerische Zeichen auch in nichtmalerischen Praktiken zu registrieren, wobei wir an diesem Punkt, wie bereits erwähnt, nicht unbedingt so weit gehen müssen, eine Assemblage von Rachel Harrison als Malerei zu bezeichnen, nur weil sie malerische Rhetoriken aufführt. Entscheidender ist jedoch, dass wir durch den semiotischen Ansatz, durch die Auffassung, dass die Malerei eine Sprache sei, dass wir durch diesen Ansatz meines Erachtens ein genaueres Verständnis für jenes enge Band gewinnen, von dem in der Malerei das Produkt, das gemalte Bild und die Person, die Malerin, zusammengehalten werden. Und dieses Band ist in der Malerei meines Erachtens besonders reißfest geknüpft. Nun könnten Sie natürlich schon an diesem Punkt berechtigt monieren und einwenden, dass es doch andere Kunstformen gibt, allen voran zum Beispiel die Performance Art, bei denen dieser Nexus zwischen Person und Produkt doch sehr viel ausgeprägter ist. Tatsächlich muss ich zugestehen, dass sich in der Performance Produkt und Person tendenziell überlagern, ohne dass wir es natürlich jemals mit der authentischen Person der Künstlerin zu tun hätten, sondern vielmehr, wie hier auch bei Andrea Fraser, mit ihrer hochgradig inszenierten Persona. Das Produkt wird von dieser Persona ausgefüllt in der Performance. Jenseits von der Persona gibt es kein Produkt, mit Ausnahme vielleicht von Props und Dokumentationen, wie hier zum Beispiel das Videostill, das diese Performance dokumentiert. Das Videostill ist sozusagen ein Relikt der Performance, wenn man so will, ist objekthaft, aber im Großen und Ganzen wird die Performance von der Persona der Künstler ausgefüllt. Das Produkt einer Performance ist die Person. Anders das Leinwandbild. Da ist das anders. Beim Leinwandbild hingegen könnte man sagen, dass es sich um ein Objekt handelt. Um ein Objekt, welches das Verhältnis zwischen Produkt und Person aushandelt. Und dieses Verhältnis ist meines Erachtens ein grundsätzlich metonymisches. Das heißt, in der Malerei bedeuten Produkt und Person sich gegenseitig, verweisen aufeinander, ohne jemals in eins zu fallen. Das heißt, das malerische Produkt verweist auf die Person der Künstlerin, ohne jemals in dieser Person aufzugehen. Schon Leon Battista Alberti, der erste Malereitheoretiker der frühen Neuzeit, hat die Malerei interessanterweise als handfestere Minerva bezeichnet, wie um auf die spezifische Materialität des Leinwandbildes hinzuweisen, das gleichsam im Wege steht und der Reduktion dieses Produkts auf die Person des Künstlers entgegenwirkt. Produkt und Persona bedeuten einander, gehen jedoch nicht ineinander auf. Anders gesagt, Malerei ist ein Produkt, das mit der Person des Künstlers oder mit dem, was als seine Persona imaginiert wird, angereichert ist, ohne jemals darauf reduziert werden zu können. Der Kunsthistoriker Daniel Arras hat sich zu dieser verrückten Idee, wie er es genannt hat, ebenfalls bekannt. Er hat gesagt, dass er manchmal glaube, dass es möglich sei, einen Sinn für das zu gewinnen, was sich Piero della Francesca gedacht oder erträumt hat, während man vor seinen Fresken in Arezzo steht. Arras hat selbstredend nicht an die Präsenz der Person Piero della Francescas in diesen Fresken geglaubt, in diesem Produkt. Er hat sich vielmehr zu der Fantasie bekannt, dass die Person des Künstlers in diesem Produkt irgendwie gegenwärtig sei. Das ist die vitalistische Projektion der Malerei, der Arras hier aufsitzt und zu der er sich bekennt, für die Malerei aber auch gute Gründe liefert. Projektionen kommen nicht von ungefähr, könnte man sagen. Schritt 4, wir sind schon fast auf der Hälfte, die spezifische Indexikalität der Malerei. Das ist der komplizierteste Part, es tut mir auch leid. Ich frage mich auch immer, ob ich ohne Indexikalität auskommen kann, weil es so kompliziert ist. Ich mache es irgendwie schnell, wir schlagen uns da jetzt durch. Danach macht es wieder mehr Spaß. Also die spezifische Indexikalität der Malerei. Also ich muss das machen, weil ich will ja versuchen zu verstehen, woher das kommt. Diese Suggestion einer geisterhaften Präsenz des abwesenden Künstlers in malerischen Produkten
Womit hat das zu tun? Und das ist ja das, was Arras auch festgestellt hat. Und ich führe diese Suggestion einer geisterhaften Präsenz des abwesenden Künstlers im malerischen Produkt auf die Funktionsweise indexikalischer Zeichen zurück. Hier kommt wieder sozusagen mein semiotischer Ansatz ins Spiel Sprachtheorie. Und dafür entschuldige ich mich, weil es etwas kompliziert ist. Ich greife hier auf die Theorie von Peirce zurück. Und der hat diese Idee des Indexes entwickelt und hat den Index folgendermaßen charakterisiert. Er sagt, dass die Besonderheit des Indexes darin besteht, dass er eine physische Verbundenheit zu den Dingen, über die er etwas zeigt, aufweist. Ich zitiere Peirce: Der Index ist physisch mit seinem Objekt verbunden, sie bilden ein organisches Paar. Und als Beispiel für diese Zeichenklasse, Indexe, nannte Peirce unter anderem Fotografien, da diese Punkt für Punkt dem Original entsprechen. Da gibt es also diese physische Verbindung laut Peirce. Nun, einmal abgesehen von der Frage, ob der fotografische Aufzeichnungsmechanismus von Lichtverhältnissen tatsächlich als Spur oder Abdruck zu fassen ist, was ich vielleicht bezweifeln würde, war die Erwähnung der Fotografie bei Peirce an dieser Stelle ausgesprochen folgenreich. In der Kunstwissenschaft gilt seither die Fotografie als die indexikalische Kunstform par excellence, weil sie eine physische Selbsteinschreibung des Objekts erlaubt, die nicht notwendigerweise die Anwesenheit eines Autors voraussetzt und deshalb gerade eine Leerstelle der Subjektivität und Intentionalität anzeigt. Das passiert automatisch. Es braucht keines Autors dafür, damit diese fotografische Indexikalität passiert. Der Index wird entsprechend in der Kunstwissenschaft gewöhnlich als eine Art antisubjektives Verfahren aufgefasst, das Autorschaft unterminiert. Mein Verständnis von Indexikalität, übertragen auf die Malerei, zielt nun auf das genaue Gegenteil. Zwar gehe auch ich von der Suggestion einer physischen Verbindung aus, nur eben nicht zu einem Objekt, sondern zu derjenigen, die ihre Spuren hinterlassen hat. Oder besser, scheinbar hinterlassen hat. Der Zusatz scheinbar soll hier als Hinweis darauf verstanden werden, dass ich das Peirce'sche Modell eben nicht eins zu eins übernehme, sondern leicht abwandle. Wo Peirce nämlich den Akzent auf die faktische, physische Verbindung des Indexes zu seinem Objekt legt, geht es mir um die Fähigkeit von indexikalischen Zeichen, eine solchermaßen physische Verbindung zu suggerieren. Das ist eine Suggestion. Die Malerei suggeriert eine physische Verbindung zu derjenigen, die sie verursacht hat. Natürlich könnte man sagen, finden sich auch in der Fotografie oder im Film indexikalische Zeichen dieses malerischen Typs. Man denke zum Beispiel an Kratzer oder absichtlich falsche Belichtungen, Kratzer im Film und absichtlich falsche Belichtungen in der Fotografie, die man als Manifestation der Autoren lesen kann. Nur, während sich die Fotografie in erster Linie durch ihr außergewöhnliches Denotationsvermögen und nicht zuletzt deshalb auszeichnet, weil sie in erster Linie Wirklichkeit denotiert, bringt die Malerei immer auch ihre Autorin ins Spiel. Missverständnissen möchte ich jetzt vorbeugen. Wenn ich Malerei und Indexikalität miteinander eng führe, dann heißt das natürlich nicht, dass ich die Kluft, die zwischen einer künstlerischen Arbeit und dem vermeintlich authentischen Selbst der Künstlerin besteht, diese Kluft zwischen der Arbeit und dem authentischen Selbst der Künstlerin, möchte ich natürlich keineswegs leugnen. Im Gegenteil, es ist nicht das authentische Selbst des Künstlers, das sich uns im indexikalischen malerischen Zeichen enthüllt. Als Indexe sind diese Zeichen vielmehr in der Lage dazu, die Suggestion einer Anwesenheit des abwesenden Künstlers zu erzeugen. Die Malerei ist, anders gesagt, eine hoch ausdifferenzierte Sprache, die über eine Reihe von rhetorischen Mitteln und Tricks verfügt, mit denen sich dieser Eindruck einer Quasi-Präsenz des Autors als Effekt erzeugen lässt. Und zahlreiche Künstlerinnen haben sich dieser Tricks bedient, im Wissen um ihre Suggestionskraft. Sie nutzen sie ironisch oder absichtlich, um diesen Effekt zu produzieren, den sie zugleich reflektieren. Hier haben wir zum Beispiel Josh Smith, der sozusagen das Bild mit der Signatur in eins fallen lässt und diese Idee, dass das sozusagen das Bild auf die Anwesenheit eines abwesenden Autors verweist, buchstäblich nimmt. Noch ironischer geht Mike Kelly in seinen Signaturvarianten
mit diesem Thema um. Also Künstler sind sich meines Erachtens dieser Suggestionskraft der Malerei, der Tatsache, dass sie eine Sprache ist, die zahlreiche Mittel zur Verfügung stellt, mit denen sich die Suggestion der Anwesenheit eines abwesenden Autors erzeugen lässt, die damit umgehen, kritisch, selbstreflexiv und auch durchaus sich über diese Effekte lustig machen. Schritt 5, die subjektgleiche Kraft der Malerei. Nun ist es wichtig, im Kopf zu behalten, die Künstlerin oder die Malerin muss nicht selbst Hand an ihr Bild anlegen, damit dieser indexikalische Effekt eintritt. Es muss keine Berührung stattgefunden haben. Sie muss keinen Pinsel schwingen und auch keine Farbe auf die Leinwand werfen. Auch mechanisch hergestellte Siebdruckbilder, etwa von Andy Warhol, der seine Arbeiten oft an Assistenten delegierte, können diesen Effekt ebenso gut erzeugen wie die schwarzen mit dem Laserdrucker gedruckten Bilder von Wade Guyton. Auch im Rahmen dieser mechanisch-seriellen Produktionsweisen treffen wir auf zahlreiche Methoden, die den Eindruck einer latenten Anwesenheit des abwesenden Künstlers sicherstellen. Zum Beispiel bei Warhol das absichtliche Stehenlassen von Fehlern im Siebdruckprozess, die Selektion von Farbkombinationen oder nachträglich vorgenommene Verbesserungen. All das sind wieder Tricks, Methoden, um innerhalb sozusagen des seriellen Prozesses die Suggestion dieser indexikalischen Zeichen sicherzustellen. Selbst wenn keine physische Berührung durch den Künstler erfolgt ist, wie bei Wade Guyton, haben wir es mit indexikalischen Zeichen zu tun, die Peirce zufolge auch deshalb über Faszinationspotenzial verfügen, weil sie von der Kraft ihres Objektes affiziert sind. Und bei uns im malerischen indexikalischen Zeichen ist eben an die Stelle des Objekts, wie bei der Fotografie, das Subjekt gerückt, das Künstlersubjekt. Die indexikalischen Zeichen der Malerei wären somit von der Kraft des Künstlersubjekts affiziert. Aber nun könnte man natürlich fragen, gilt das nicht auch für die Skulptur? Könnte man nicht genau dasselbe auch für die Skulptur sagen? Haben Sie sich bestimmt schon alle gefragt. Meine Antwort lautet durchaus. Nur ist es interessanterweise allein die Malerei, die auf eine Fülle von historischen Argumenten zurückblickt, die ihr auf vielfältige Weise eine subjektgleiche Kraft bescheinigt haben. Argumente, von denen ich sagen würde, dass sie zwar historisch sind, aber trotz des großen zeitlichen Abstandes in unsere Gegenwart hineinreichen. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf Hegels Vorlesungen über die Ästhetik, wo er die Malerei als eine Form der künstlerischen Darstellungsweise von der Skulptur abgrenzte, indem er sagte, dass in die Malerei, ich zitiere, das Prinzip der endlichen und in sich unendlichen Subjektivität eingebrochen sei. All das also, was prinzipiell zu einem Subjekt gehört, würde sich demzufolge in der Malerei bahnbrechen. Mit Subjektivität ist auch bei Hegel nicht die Subjektivität des Künstlers gemeint, sondern ein allgemeines Vermögen. Ich zitiere Hegel, das Prinzip unseres eigenen Daseins und Lebens. Nach Hegel sehen wir in den Gebilden der Malerei das, was in uns selbst wirkt und tätig ist. Und eben weil wir ein vertrautes Prinzip in ihr wiederzuerkennen glauben, führen wir uns sogleich nach Hegel einheimischer in ihr. So hat er es ausgedrückt. Malerei berührt uns nach Hegel also auch deshalb, weil sie Prinzipien aufruft, die uns bekannt vorkommen und uns ausmachen, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur Ausbildung einer persönlichen Eigenart oder Auffassung. Entscheidend ist, dass Hegel die Malerei am Subjekt ausrichtet, indem er ihr eine ausschließlich Subjekten vorbehaltene Fähigkeit zuschreibt, die Fähigkeit nämlich zur Herausbildung eines eigenständigen geistigen Lebens. Indem Hegel der Malerei ein subjektgleiches Vermögen zugesteht, wird der Boden für das bereitet, was ich als den zentralen Topos der Malereitheorie des 20. Jahrhunderts bezeichnen würde. Vor allem in der französischen Malereitheorie ist der Gedanke verbreitet, dass die Malerei selbst zum Denken in der Lage sei.
Hegels Argument läuft aber auch auf eine anthropomorphisierende Projektion hinaus und kann schon deshalb keine transhistorische Gültigkeit für sich beanspruchen, weil sich die Malerei zu Hegels Zeiten noch nicht im heutigen Sinne erweitert hatte. Sie stand noch nicht neben sich, sie war noch nicht beside itself, um die treffende Formulierung von David Joselit aufzugreifen. Dennoch finde ich es bezeichnend, dass es die Malerei und eben nicht die Skulptur war, die Hegel als Gegenstand seiner Projektion diente. Vielleicht ist es die Tendenz der Farbe, auf der Leinwand eine Art Eigendynamik zu entfalten, die dem Eindruck Vorschub leistet, dass wir es hier mit einem Modell von Subjektivität zu tun haben, auch im Sinne eines unabhängigen mentalen Lebens. Schritt 6, jetzt wird es ein bisschen unterhaltsamer, aus Subjektkritik wird subjekthafte Malerei. Malerische Zeichen sind also indexikalisch, weil sie als Spuren der sie produzierenden Person gelesen werden. Auch wenn man für eine dekonstruktivistische Auffassung der Spur plädiert und mit Derrida darauf insistiert, dass die Spur doch in erster Linie die Bedingung der Trennung, Aufteilung und Verschiebung ist, ist es doch immer eine geisterhafte Präsenz, die sie transportiert. Die Beobachtung des Malers Frank Stella, dass die Malerei eine Handschrift sei, ist in diesem Zusammenhang sehr treffend. Und dies, obwohl Stella selbst ja wirklich darauf erpicht war, der Malerei die Spuren des Persönlichen und des Handschriftlichen auszutreiben mit seiner Technik des lapidaren Anstreichens. Man könnte aus meiner Sicht folgende Regel aufstellen. Je mehr die Handschrift negiert wird, desto mehr wird diese Negation als Handschrift der Künstlerin gelesen werden. Dies gilt noch für jene antisubjektiven Praktiken, etwa das Malen mit dem Rakel in den abstrakten Bildern von Gerhard Richter, in denen die Bedeutung der subjektiven Entscheidung scheinbar zurückgenommen wird. Indem Richter die Rakel langsam und quälend über die Leinwand schiebt, hat er zwar einerseits die vollständige Kontrolle über das Ergebnis aufgegeben. Gleichwohl, glaube ich, muss man festhalten, auch wenn der Rakel sozusagen ein antisubjektives Instrument ist, wenn man so will, das den Zufall Einzug halten lässt in den malerischen Prozess und dem Künstler vollständige Kontrolle über das Ergebnis raubt. Gleichwohl muss man festhalten, dass sich in dieser Rakelbewegung die Körperbewegung Richters wie auch der von ihm ausgeübte Körperdruck in das Bild einschreiben, wodurch es doch wieder einem Abdruck gleicht. Anders gesagt, die zahlreichen Versuche der Nachkriegszeit, die Autorität des Künstlersubjekts mit Hilfe vielfältiger antisubjektiver Verfahren zu unterminieren, lassen das Künstlersubjekt durch die Hintertüre wieder eintreten. Mehr noch, in demselben Maße, wie sich der Künstler selbst auszustreichen sucht, wird seinem Bild Subjektivität zugeschlagen. Es scheint sich, wie oft bei Polke, wie von selbst gemalt zu haben. Agency verschiebt sich vom Künstler auf das gemalte Bild. Schritt 7, die Wertform der Malerei. Nur, wie hängt nun diese Fähigkeit der Malerei, eine geisterhafte Präsenz zu evozieren, Lebendigkeitssuggestionen zu transportieren, wie hängt dieses Potenzial der Malerei mit ihrer Wertform zusammen? Ich habe hier nur zur Unterhaltung mein Lieblingsposter von Kippenberger gezeigt, weil sozusagen der Zusammenhang zwischen Malerei, der Palette und dem Wert, in diesem Fall Schecks und Geld, unmittelbar vorgeführt wird. Wenn ich von Wert spreche, meine ich allerdings nicht Wert im Sinne von Preis, sondern im Sinne einer der Malerei zugeschriebenen symbolischen Bedeutung. Nun ist erstmal die Voraussetzung dafür, dass Kunstwerke als wertvoll erachtet werden, dass sie einem Autor zugeschrieben werden können. Im Zuge dieser Attribuierung wird das Kunstwerk aber auch auf eine Intention zurückgeführt und folglich mit Intentionalität aufgeladen. Jemand hatte eine Intention, was sich umgekehrt so auswirkt, dass dem Kunstwerk Intentionalität zugeschlagen wird. Und in der Malerei, denke ich, intensiviert sich dieser Vorgang, und zwar aufgrund der Indexikalität ihrer Zeichen.
Die von ihr suggerierte physische Verbindung zum Künstlersubjekt lässt nämlich den Eindruck einer latenten Anwesenheit entstehen, was dem Umkehrschluss Vorschub leistet, dass die Malerei selbst eine Art Quasi-Subjekt sei, das über Agency, Handlungsfähigkeit verfügt. Das Poster Handpainted Pictures von Kippenberger gefällt mir auch deshalb, weil es sozusagen diese Suggestion der Malerei, einer Berührung, das Handgemachte aufgreift, ironisiert und gleichzeitig zur Vermarktung nutzt. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz in Erinnerung rufen, wie Karl Marx den Wert konzeptualisiert hat. Ich bin eine große Anhängerin der Marxischen Werttheorie. Ich werde dann immer wieder sofort für eine Marxistin gehalten, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe gute Gründe dafür zu glauben, dass die Marxische Werttheorie für das Nachdenken über den Wert der Kunst die, wie soll ich sagen, fruchtbarste ist. Und das liegt an unterschiedlichen Dingen. Zunächst einmal würde man vielleicht sagen, wieso Marx? Der hat sich doch gar nicht mit Kunstwerken befasst, der hat doch allein sich Gedanken gemacht über den Wert der Warenform. Und es trifft tatsächlich zu, dass Marx die Kunstwerke nicht eigens berücksichtigt hat. Dennoch ist sein Wertbegriff auch für unseren Zusammenhang von großem Nutzen. Marx definierte nämlich den Wert als, ich zitiere, menschliche Arbeit in geronnenem Zustand. Der Wert wäre somit der Ort, wo sich menschliche Arbeit materialisiert. Marx hat die Arbeit jedoch nicht nur im Sinne einer physischen Verausgabung aufgefasst, auch immaterielle Arbeit stellt für ihn eine Form von wertbildender Arbeit dar. Deshalb sind natürlich auch konzeptuelle oder performative künstlerische Praktiken als wertgenerierende Formen von Arbeit anzusehen. Für Marx bedingen Wert und Ware einander, kein Wert ohne Ware und umgekehrt. Das Perfide der Ware sah er jedoch darin, dass sie uns im Wert über die Arbeitskraft, die für sie woanders verausgabt wurde, hinwegtäuscht. Die Ware verdeckt laut Marx die Arbeit, die für sie aufgewendet wurde. Einmal abgesehen davon, dass es heute natürlich schon längst Waren gibt, die ihre Produktions- und Arbeitsbedingungen transparent zu machen vorgeben, man denke nur an Fairtrade-Produkte wie zum Beispiel Rohrzucker, kennen Sie bestimmt alle, Rohrzucker, auf dem sich dann ein Foto der vermeintlichen Arbeiterin befindet, die diesen Zucker geerntet haben soll. Also hier werden die Arbeits- und Produktionsbedingungen nicht verdeckt, sondern scheinbar transparent gemacht. Also die Ware hat sozusagen von Marx gelernt und seine Kritik in sich aufgenommen. Einmal abgesehen davon denke ich, dass der Wert der Ware Kunst und mehr noch der Wert der Malerei nicht in dieser Verdeckung von Arbeit fundiert ist. Im Gegenteil, hier wird die Arbeit nicht verdeckt, sondern sie hinterlässt ihre Spuren, wird sichtbar gemacht und kultiviert. Und dies gilt noch für jene konzeptuelle Malerei, in der die Arbeit, wie hier bei Kippenberger, an einen Plakatmaler delegiert oder mechanisiert wurde. Auch diese Nichtarbeit oder tote Arbeit wird natürlich der individuellen Arbeit des Künstlers angerechnet werden und vitalistischen Projektionen Vorschub leisten. Auch hier wird der Eindruck von lebendiger Arbeit und Lebendigkeit hervorgerufen werden. Schritt 8 und wir sind durch. Lebendigkeit als wertvolle Ressource. Nun kann es aus dieser Sicht kein Zufall sein, dass der Topos der Lebendigkeit in der bildenden Kunst seit der frühen Neuzeit als eine Art Leitchiffre fungiert, an der sich sowohl ästhetische Debatten entzündet, als auch künstlerische Produktionen ausgerichtet haben. Schon Alberti war der Meinung, dass es die Aufgabe der Malerei sei, Leben zu schaffen und abwesende Menschen gegenwärtig zu machen. Mit den abwesenden Menschen waren bei Alberti allerdings eher die dargestellten Personen gemeint, nicht die Person der Malerin, die ihre Arbeitsspuren hinterlassen hat. Lebendigkeit ist eine Art Lobtopos gewesen seit der frühen Neuzeit und blickt auf eine erstaunlich lange und kontinuierliche Geschichte zurück. Die Produktion von Lebendigkeit und Leben avancierte zu einem Ideal, an dem sich Malerei und Skulptur bis in das 19. Jahrhundert hinein abgearbeitet haben.
Und dann treffen wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf eine Neubestimmung und Intensivierung dieses Ideals in den historischen Avantgarden, die die Kunst bekanntlich in das Leben zu überführen suchten und auf eine buchstäbliche Integration der Lebenswirklichkeit in die Kunst zielten, so zum Beispiel in der Collage. Nur erscheint aus heutiger Sicht der emphatische Lebensbezug der historischen Avantgarden in einem anderen Licht, was natürlich auch Folge des vielbeschworenen neuen Geistes des Kapitalismus ist, der bekanntlich dazu neigt, das Leben als eine Ressource anzusehen. Ich denke nun, dass die Malerei einer der letzten Orte ist, wo der Wunsch nach einer konkreten Fundierung des Wertes erfüllt wird. Natürlich nur scheinbar. Allein der Pinselstrich könnte als Spur einer Arbeits- und Lebensaktivität aufgefasst werden. Malerei stellt somit die imaginäre Hoffnung in Aussicht, dass es möglich wäre, der Lebens- und Arbeitszeit des Künstlers unmittelbar habhaft zu werden, sei es, indem man sie ästhetisch erfährt, sei es, indem man sie käuflich erwirbt. Ein Zitat des Malers James Whistler ist in diesem Zusammenhang besonders aufschlussreich. Er wurde gefragt, warum er für ein Bild, das nur 2 Tage Arbeit in Anspruch genommen hatte, einen derart hohen Preis verlange. Und auf diese Frage hin soll er Folgendes geantwortet haben. I ask it for the knowledge of a lifetime. Das Wissen eines ganzen Arbeitslebens soll in dieses Bild eingeflossen sein und dies rechtfertigt einen Preis, der nach oben hin offen ist. Das Bild, das Lebens- und Arbeitszeit komprimiert, ist letztlich so unbezahlbar wie das Leben selbst. Die Malerei verheißt aber auch die Existenz eines imaginären Ortes, wo die Arbeit auch in ihrer Form als Nichtarbeit oder tote Arbeit oder delegierte Arbeit, wo diese Arbeit privat und unentfremdet bleibt und ihre Spuren in der konkreten Materialität der malerischen Oberfläche, wie auch in den Gesten, die hier aufgeführt werden, hinterlassen hat. Im Leinwandbild kommt es zu einer Speicherung und Verdichtung von Arbeitszeit, die sich von anderen zeitbasierten Kunstformen wie Film oder Fotografie dahingehend unterscheidet, dass sie simultan erfahren werden kann. Und diesen Vorzug der Malerei, den hatte schon Eugène Delacroix im 19. Jahrhundert im Blick, wenn er treffend feststellte, dass wir die Malerei, ich zitiere, in einem Augenblick sehen. Und falls sie uns, sagt Delacroix, mittelmäßig erscheint, können wir den Kopf drehen und uns abwenden, um der Langeweile zu entgehen. In der Malerei werden folglich Lebens- und Arbeitszeit nicht nur verdichtet und komprimiert, sondern mehr noch simultan erfahrbar gemacht und dies auf eine Weise, die uns auf Anhieb ansprechen kann, aber nicht muss. Wir können ebenso gut den Blick von ihr abwenden. Filme hingegen entfalten sich in der Zeit und muten uns ein längeres Verweilen zu. Nun könnte man aber auch sagen, in puncto Produktion von Lebendigkeit sind doch andere Kunstformen wie zum Beispiel Film, Theater oder Popmusik der Malerei hoffnungslos überlegen. Nicht nur produziert, sagen wir mal, der Hollywood-Film unausgesetzt den Eindruck von Lebendigkeit, mehr noch sind diese Formate wie Film und Theater und Popmusik auch unausgesetzt damit befasst, Leben abzuschöpfen. Ich denke jedoch, dass die bildende Kunst und Malerei im Speziellen über den strukturellen Vorteil verfügen, dass sich deren materielle Produkte nicht in diesem Aspekt der Produktion von Lebendigkeit, nämlich erschöpfen. Und diese Nichtreduzierbarkeit auf Leben bei gleichzeitiger Abschöpfung und Mobilisierung von Leben stellt ihre besondere Attraktion dar. Eben weil Malerei den Eindruck zu erwecken vermag, dass sie mit der Lebens- und Arbeitszeit ihres Schöpfers angereichert ist, ohne deckungsgleich mit dieser zu sein, ist sie die ideale Kandidatin für die Wertproduktion in unserer neuen Ökonomie, die es auf unser Leben bekanntlich abgesehen hat. Vielen Dank.
Also das war sehr skizzenhaft und nicht wasserdicht. Und ich würde mich sehr über kritische Anmerkungen... Ach so, leiten Sie die Diskussion? Entschuldigung. Nein, gar nicht. Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, herzlichen Dank für den sehr engagierten Vortrag. Und für die Diskussion ist es ganz wichtig, dass Sie ins Mikrofon sprechen, weil dieser Vortrag aufgezeichnet wird und man Ihre Fragen sonst nicht hört. Also ich bin wirklich froh über kritische Anmerkungen, Vorschläge, wie ich aus dem Indexikalitätsproblem rauskomme und vielleicht auch Anmerkungen zur Wertfrage. Also es geht hier wirklich um den Versuch, letztlich drei Schritte zu machen. Einmal zu sagen, es gibt diese Erweiterungen, man kann nicht über Malerei reden und diese Erweiterungen ignorieren. Dennoch gibt es eine Spezifik und diese Spezifik mache ich dann fest, indem ich für diesen semiotischen Ansatz plädiere, mir die indexikalischen Zeichen angucke und diese Suggestion einer Präsenz der abwesenden Autoren feststelle. Es ist eine Suggestion, es ist natürlich nicht wirklich so. Das führt wiederum zu diesen vitalistischen Projektionen, die sich in der Kunstgeschichte wie Sand am Meer finden lassen. Und wenn es denn so ist, dass Malerei die Spur einer Arbeitsaktivität ist und sich als solche geriert, dann könnte, und wenn Arbeits- und Lebenszeit in ihr auf eine spezifische Weise gespeichert wird, dann könnte es hier einen Zusammenhang geben mit ihrer Wertform, denn Wert ist sozusagen, Wert ist Verdichtung von Arbeits- und Lebenszeit. Und das ist sozusagen der letzte Schritt. Also um das nochmal klar zu machen, es war vielleicht durch die 8 Schritte jetzt so ein bisschen viel, aber das sind die Sachen, auf die es mir ankommt. Spezifizität, Indexikalität, Wert. Ja. Ach so, super. Ja, ich habe keine Frage, sondern ich wollte eigentlich die Zeit überbrücken, bis sich die Ersten ihre Fragen stellen. Und zwar möchte ich Ihnen, wahrscheinlich bin ich der Älteste im Saal, ganz, ganz herzlich danken, mit welcher Lebendigkeit Sie alles rübergebracht haben. Es war wunderbar. Ach, das ist aber reizend. Ich komme wieder. Gerne. Die Lebendigkeit jetzt auf mich zu münzen, finde ich natürlich herrlich. Ich schließe mich dem Vorredner gerne an und habe trotzdem eine Frage, dass Sie vollkommen vernachlässigen die Idee des auratischen oder sakralen als wertschöpfenden Beitrags. Das ist eine Leerstelle für mich jetzt geblieben in dem Vortrag. Und auch der Fetisch, ne? Der Fetisch fehlt auch. Ja, das Fetisch. Ja. Und das Zweite, ich verstehe immer noch nicht den Unterschied zwischen Malerei und Fotografie in dem Zusammenhang. Mit der Indexikalität? Ja, auch mit Lebenszeit, die eingeht in fotografische Arbeit. Ansel Adams wird sich immer unterscheiden für einen Kenner von einer anderen Fotografie. Also ich glaube, dass ganz viel, was Sie angeführt haben, als Spezifisches in der Malerei auch für Fotografie zutrifft. Ja, das, also ganz kurz, ja, Moment. Leerstelle, das Auratische, das werde ich lustigerweise immer wieder gefragt, oft auch mit Verweis auf Benjamin. Und ich finde, also zum Aura-Begriff müsste man wahrscheinlich erstmal klarstellen, dass es eben nicht so ist, wie Benjamin gesagt hat, dass die Aura mit der Reproduktion oder mit den Reproduktionsmedien verloren geht, sondern ganz im Gegenteil, dass die Reproduktionsmedien dazu in der Lage sind, eine ganz eigene Aura zu schaffen. Wahrscheinlich ist mir der Begriff so zu überdeterminiert und man müsste eben erstmal stundenlang auf Benjamin eingehen, um überhaupt dann mit dem Begriff des Auratischen produktiv arbeiten zu können. Deswegen habe ich mich für den Begriff der Lebendigkeit entschieden. Aber natürlich hängt, also wenn Sie sagen das Sakrale, dann denke ich natürlich nicht nur an das Sakrale, sondern auch an den Fetischcharakter der Malerei, dass die Malerei schon aufgrund ihres Formats, speziell das Leinwandbild zum Fetischobjekt auf eine andere Weise nochmal eignet. Also das habe ich jetzt insofern, glaube ich, ausgespart, als ich vor allen Dingen diese Idee von lebendiger Arbeit und Wert zusammenbringen wollte. Das war sozusagen jetzt erstmal der Vorsatz für diesen Vortrag. Ich weiß nicht, ob die Aura mich noch ganz woanders hingeführt hätte, wobei dann auch
wahrscheinlich die Frage wäre, ob man wirklich von einer faktischen Aura sprechen sollte oder von der Suggestion einer Aura, inwieweit Aura auch immer Projektion ist und veranlasst ist, wie genau sie veranlasst wird, von welchen Kunstformen wie, das ist ja auch in den Kunstformen jeweils anders. Kurz noch zu Fotografie und Malerei. Natürlich finden sich in der Fotografie, und das habe ich auch gesagt, indexikalische Zeichen malerischen Typs. Ich würde sogar noch weitergehen, und das hat Raymond Moulin in ihrer fantastischen Studie über den Wert der Kunst gezeigt. Ich würde sagen, dass die Fotografie schon in ihrer Anfangsgeschichte alles versucht hat, um Malerei zu sein. Angefangen von den Herstellungsweisen, Metaphern wie La Cuisine, die Küche des Fotografen, die Küche des Malers, dann das Setzen darauf, dass die Auflagen beschränkt werden, um an diese Idee des Unikats heranzukommen. Also Raymond Moulin sagt sozusagen, im 19. Jahrhundert hat die Fotografie versucht, mimetisch durch ihre Verfahren sich der Malerei anzunähern, während die Malerei alles unternommen hat, um nicht mehr Kunst zu sein. Was natürlich, und ich würde sagen, das geht bis hin zu Jeff Wall. Wenn ein Maler das machen würde, was Jeff Wall macht, Historienmalerei, würden wir uns, glaube ich, wirklich noch gelangweilter, wenn ich das so sagen darf, abwenden. Aber durch das Medium Fotografie scheint der Rekurs auf sehr konventionelle malerische Rhetoriken gerechtfertigt oder auf neue Weise interessant zu sein. Also ich glaube nicht, dass so eine klare Abgrenzung möglich ist. Ich glaube, dass Medien, wenn man jetzt den Medienbegriff aufgreift, den ich ja auch bewusst vermieden habe, um mich nicht in diese ganze Medienspezifik-Debatte hineinbegeben zu müssen, und deswegen eben der semiotische Ansatz, aber ich glaube, dass man überhaupt nicht, dass man Medien nicht abgrenzen kann und dass man auch nicht von einem essentialistischen Medienbegriff ausgehen kann, sondern dass man mit pluralen und relationalen Medienverständnissen arbeiten muss. Dass man sich angucken muss, wie zum Beispiel in einer Arbeit von Rodin Tanzkonventionen, die Konventionen des Tanzes hineinreichen, wie die Medien sich gegenseitig sozusagen beflügeln. Und voneinander lernen und sich gegenseitig Lektionen erteilen und ineinander greifen und nicht eindeutig durch klare Grenzen voneinander abgrenzbar sind. Dennoch denke ich, speziell bei diesem Leinwandbild in all seinen Variationen, das kann auch einfach ein Papierfetzen sein, steht etwas Spezifisches auf dem Spiel. Und ich denke, dass, also ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich irgendwie immer dachte, Die Art und Weise, wie über die Malerei, immer so als eine subjekthafte, wesenhafte Figur, wie darüber gesprochen wird und wurde, und ich bin damit groß geworden im Köln der 80er und 90er Jahre, da schwang immer so was Heiliges mit, da schwang immer unausgesprochen der Glaube mit, dass das die eigentliche Kunst sei. Das sagt niemand mehr, weil Entgrenzung der Künste, Intermedialität, wir wissen das ja alle, aber trotzdem gibt es diesen latenten Glauben daran, dass, was mir auch immer wieder so an der Rhetorik von Malereiliebhabern auffällt, dass wir es hier mit etwas Spezifischem zu tun hätten. Und ich glaube auch, der Reiz des Leinwandbildes, das ist ja auch interessant zu sehen, dass Künstler, die sich zum Beispiel in den frühen 80ern und frühen 90er Jahren, ich komme jetzt ins Monologisieren, sorry, aber fällt mir nur kurz ein, die sich in den frühen 80ern und 90ern für Malerei entschieden haben, mussten sich rechtfertigen, standen unter Rechtfertigungsdruck. Finde ich auch gut. Das ist nicht mehr so. Das ist überhaupt nicht mehr so. Malerei ist im Moment wieder gerade für viele junge Künstler das Medium der Stunde. Der Rechtfertigungsdruck ist weg. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie in den 90er Jahren auf eine andere Weise noch mal theoretisch legitimiert wurde, indem plötzlich auch gesagt wurde, Malerei und Institutionskritik, das schließt sich gar nicht gegenseitig auch aus, Malerei kann institutionskritisch sein und so weiter. Und all diese unterschiedlichen Bemühungen von Kunstwissenschaftlern und Künstlern, bestimmte Dichotomien berechtigterweise aufzulösen, haben dazu geführt, dass sie so etwas selbstverständlich Gegebenes jetzt wieder zu sein scheint, auf das zurückgegriffen wird, ohne dass man sich fragen müsste, warum eigentlich. Und das hat mich einfach interessiert. Also wie kommt es zu dieser Sonderstellung, die sich so lange gehalten hat, trotz der zahlreichen historischen Anfechtungen, die Malerei immer nicht nur überlebt hat, sondern aus denen sie revitalisiert hervorgegangen ist?
Ja, sorry, es war jetzt ein bisschen ausufernd. Hier ein Versuch einer Frage. Es gab dieses Beispiel, was du ganz am Ende erwähnt hast mit Wessler, der quasi erzählt, zwei Tage gearbeitet, aber darin ist quasi eine Lebenszeit komprimiert. Und mir ist so durch den Kopf gegangen, also es gibt ja Bilder von Jutta Köther und es gibt Bilder von Wade Guyton. Zwar sind sie jetzt nicht gleich alt, aber der Preis ermittelt sich ja anders. Das heißt, auch wenn sie die gleiche Arbeitserfahrung halt so haben, die sich in Jahren halt so ermisst, und wenn sie auch einen Wert produzieren, ermittelt sich der Preis anscheinend irgendwie so anders. Wert und Preis sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Genau. Es ist immer umgangssprachlich, wird das gerne miteinander in eins gesetzt. Erstmal muss man bei Wert natürlich unterscheiden zwischen Wert, also wie bei Marx. Dann könnte man aber auch noch zwischen Marktwert und Symbolwert unterscheiden. Und oft sind beide nicht deckungsgleich. Es gibt viele Künstler, deren Arbeiten über einen sehr hohen Marktwert verfügen. Ich sage jetzt mal John Curran. Und wo der Symbolwert, also die Anzahl der Kritiker, die sich dafür interessieren, die Kunsthistoriker, die Renommierten, die darüber schreiben, die jungen Kunststudenten, die darüber diskutieren, dieser Symbolwert, der sich auch aus all diesen unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt, kann sehr gering sein, wie im Fall von John Curran, was nicht heißt, dass nicht sein Marktwert sehr hoch ist. Das bedeutet aber nicht, dass beide unabhängig voneinander wären, wie Bourdieu zum Beispiel angenommen hat. Bourdieu ist davon ausgegangen, dass beide Werte wirklich nichts miteinander zu tun haben. Ich würde sagen, nein, im Gegenteil, dieser mangelnde Symbolwert bei Curran wird sich auch irgendwann negativ auf seinen Marktwert auswirken. Davon bin ich fest überzeugt, sonst würde ich meinen Job schmeißen. Und umgekehrt gibt es natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstler, die einen sehr hohen Symbolwert haben, was sich nicht unbedingt eins zu eins in dem Marktwert niederschlägt, aber dann vielleicht doch irgendwann niederschlägt. Bei John Curran ist zum Beispiel interessant, nur um das noch zu Ende zu führen, dass seine Galerie Gagosian es für nötig befunden hat, für den Katalog Raisonné einen renommierten Kunsthistoriker Norman Bryson schreiben zu lassen. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass selbst eine Galerie wie Gagosian, von der man eigentlich denken würde, dass die auf Symbolwert nicht mehr angewiesen ist, an der Stelle doch dafür sorgen, dass der irgendwie generiert wird. Weil das langfristig wichtig ist und weil man das nicht aus dem Auge, so ganz aus dem Auge verlieren darf, obwohl andererseits diese Auktionssphäre, in der sich diese Dinge dann abspielen, völlig abgekoppelt zu sein scheint von, sagen wir mal, meiner Welt. Da gibt es aber dennoch, würde ich dann auch wieder glauben oder hoffen, dass wenn ich einen Text schreibe, in dem ich die jüngste Entwicklung von Damien Hirst ist ein schlechtes Beispiel, weil da sind sich jetzt alle darüber einig, dass das problematisch ist, und das würde ich dann allerdings eher verteidigen, fällt mir jetzt mal ein besseres. Ja, wenn ich meinetwegen jetzt einen Text schreiben würde, dass ich also die ganze Rezeption oder die ganze die Erfolgsgeschichte von Anselm Reile also massiv in Frage stelle und auch die Bedeutung dieser Bilder in Frage stelle, dann würde ich schon glauben oder hoffen, dass es natürlich keinen unmittelbaren Effekt hat auf den Marktwert. Niemand würde aufhören, ein Bild zu kaufen, weil irgendwo eine negative Rezension erschienen ist. Langfristig wirkt es sich aber doch aus als so eine Art Zersetzungs- und Aushöhlungsprozess, ist meine Erfahrung, dass diese Dinge nicht ganz folgenlos bleiben, langfristig gesehen. Vielleicht ist das auch eine Art von Illusion, die ich mir mache, um eben das weiterzumachen, was ich tue. Weil sonst, wenn Kunstkritik so machtlos wäre, dann würde es ja keinen Spaß machen. Aber wichtig ist nur festzuhalten, Wert ist nicht Preis. Preis wird natürlich ganz anders kalkuliert und die Preiskalkulationen haben natürlich auch, zumal in Deutschland, wenn man sich das anguckt, sind extrem gegendert. Also das ist gerade in der Malerei, wenn man die Preise von Jutta Köther mit denen von Albert Oehlen vergleicht, die zeitgleich begonnen haben, wo ich fast sagen würde, dass Jutta Köther auch eine ganz andere Art von Rezeption gerade unter jungen Künstlerinnen und Künstlern auslöst und sehr viel mehr diskutiert wird und eigentlich doch mittlerweile über mehr Symbolwert verfügt, würde ich jetzt einfach mal so frech sagen, bei aller Liebe für die frühen Sachen von Albert Oehlen. Wenn man sich da die Preise anguckt, dann merkt man, dass da ganz andere Glaubenssysteme eine Rolle spielen, dass eben der männliche Maler da noch eine ganz andere, wie soll ich sagen, Glaubwürdigkeit zu generieren vermag auf dieser Markt- und Preisebene als die Malerin. Und das gilt speziell leider für Deutschland.
Es ist in Amerika ein bisschen besser. Vielleicht direkt daran anschließend, nämlich genau zu dem, was du sagtest, mit das gilt speziell für Deutschland. Nochmal zur Indexikalität. Ich finde das einen total tollen Hebel, also so ein sehr, dass man da extrem viel mitmachen kann. Und zu der Reichweite habe ich eben nochmal eine Frage, weil du hattest dich jetzt in erster Linie sozusagen darauf bezogen, die Indexikalität als sowas wie einen Synchronisationswert der Lebendigkeit zu diskutieren. Und ich fragte mich, inwiefern das natürlich dann auf unterschiedlichen Ebenen noch mitspielt, also zum Beispiel Indexikalität und Regionalismus im Verhältnis zueinander. Also wie zum Beispiel Anselm Kiefer in Deutschland angeguckt wird und wie Anselm Kiefer in England belächelt wird. Und in was für ein Verhältnis das zueinander steht oder inwiefern sich eine Indexikalität historisch extrem stark verschiebt. Das ist ganz, da bin ich sehr dankbar für die Frage. Das ist ein Kapitel, das habe ich ausgelassen, weil ich dachte, das wird wirklich zu viel, wenn ich da auch immer noch mit der Indexikalität weitermache. Natürlich muss man zwischen Indexikalität und Indexikalität historisch und auch regional spezifizieren. Rauschenbergs Tire Prints aus den 50er Jahren, da steht etwas ganz anderes auf dem Spiel als bei Josh Smith, um es mal so ganz platt zu sagen. Wenn Rauschenberg Cage, John Cage, niemanden geringeren als John Cage, nebenbei gemerkt, darum bittet, mit dem, ich weiß nicht mehr, welche Automarke es war, mit dem Auto über dieses über diese ausgelegten Papierbahnen zu fahren und die Spuren dieses Reifens als Tireprint dann auszustellen, dann ging es natürlich einerseits um Subjektkritik und es ging um eine Kritik am abstrakten Expressionismus und an der Idee, dass sich sozusagen der Künstler selber ausdrückt, in seinem Werk, und das war der abstrakte Expressionismus war zur damaligen Zeit die Hegemonie. Es geht aber auch darum zu sagen, diese Spur zu nobilitieren via Cage, weil es ist zwar nur eine Autoreifenspur, aber Cage saß im Auto und diese Information wird immer geliefert. Also das ist, man könnte also sagen, bei diesem indexikalischen Experiment, was sich gegen abstrakt expressionistische malerische Gesten richtete, eigentlich auch gegen die Idee von Handschrift gerichtet war, um aber doch wieder die geisterhafte Präsenz des abwesenden Autofahrers aufzurufen, der dann auch noch Cage heißt und der Übervater dieser ganzen Generation war, dann ist das was ganz anderes, als wenn Josh Smith in den 90er Jahren Signature Paintings macht. Was einerseits darauf hinweist und uns an die vielleicht etwas platte Einsicht erinnert, dass bei Malerei Signatur eine ganz zentrale Rolle spielt und sich das Bild letztlich nur aus der Signatur speist und aus dem Wissen darum, dass der Künstler in ihm anwesend ist, und deswegen reduziert er das Bild darauf. Aber da wir das ohnehin schon wissen, hat das auch etwas Redundantes, was Dekadentes, was Erkenntnisverweigerndes, was Stumpfes. Es ist was ganz anderes. Also das wäre sozusagen ein ganz eigenes Kapitel zu sagen, unterschiedliche Formen von Indexikalitäten zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten im Hinblick auf die jeweils vorherrschenden Diskussionen und Konventionen, gegen die sich diese Praktiken ja auch immer richten oder mit denen diese Praktiken irgendwie kommunizieren und im Hinblick auf die sie eigentlich auch nur zu verstehen sind. Ja, ich glaube, Sie sind zu Ende. Dann komme ich jetzt mal mit meiner Erwägung und Frage. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich finde diese marxistische Arbeitswerttheorie ziemlich problematisch, also gerade auch jetzt für die Lösung Ihrer Fragen. Das Wert menschlicher Arbeit in geronnenem Zustand ist, wünscht sich ja sicherlich manch einer, aber wir wissen alle, dass das genauso gut auch nicht der Fall sein kann. Ich finde das besonders auffällig bei der sowohl marxistischen als auch von Ihnen nachvollzogenen Verbindung der Begriffe Lebendigkeit und Arbeit. So einfach, glaube ich, geht das nicht. Lebendige Arbeit, gut mag es geben, aber man kann Arbeit genauso gut auch als lebensfressend bezeichnen. Die Arbeitsnotwendigkeit kostet Leben. Also diese Identifikation von Arbeit und Lebendigkeit finde ich problematisch. Und das führt mich zu meinem eigentlichen Punkt. Sie hatten ja selber angedeutet, dass Sie da in den Begriffen noch ein bisschen am Zaubern sind. Also ich hatte es als schwierig empfunden,
dass sie Subjektivität, Aktivität, Handlung, Sprache, Personalität und Lebendigkeit, Vitalität so immer so synchron wechselnd verwenden. Also ich hätte da ein bisschen Klärungsbedürfnis, was das nun sein soll. Und ich glaube, so immer im wechselseitigen Tausch geht es letztendlich nicht. Meine Frage oder was mir während Ihres Vortrags durch den Kopf gegangen ist, ist der kulturelle Kontext, in dem diese immanente Zirkulation der Kunstproduktion und Rezeption, die Sie ja haben darstellen wollen, stattfindet. Mir ist nämlich auch so ein fremdes Bild eingefallen, wie funktionieren eigentlich Ikonen im ostkirchlichen Kulturzusammenhang. Würde man da auch immer gleich so eine Personalisierungssuggestion haben in die Künstlerpersönlichkeit? Also ich denke, in der Praxis direkt naheliegend natürlich auf die dargestellte Figur, nicht auf den Künstler. Von daher frage ich mich, was ist eigentlich die kontextuelle Voraussetzung, die diese Zirkulation, die Sie dargestellt haben, so deutbar macht, beziehungsweise die die immanenten Deutungszirkulationen freisetzt? Wo kommt eigentlich diese Voraussetzung der Hochwertigkeit der Individualität her? Weil darauf läuft das meiner Meinung nach hinaus. Und das scheint mir aus der Zirkulation, die Sie dargestellt haben, selbst nicht klar zu sein, sondern ein externes kulturelles Moment zu sein, was diese Zirkulation, die Sie dargestellt haben, überhaupt erst in Kraft setzt. Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Das wird jetzt anstrengend. Nee, ich fange mal lieber am Anfang an. Also erstmal meine Verteidigung von Marx' Wertstheorie. Ich habe das nicht so ausführlich gemacht, weil ich Sie nicht damit belasten wollte, aber die Idee, dass Wert Verausgabung von menschlicher Arbeit ist, kommt natürlich nicht von Marx, sondern von Smith, von Adam Smith. Marx hat aber in seiner Werttheorie diese Substantialisierung des Werts mit Arbeit, wenn man so will, noch ergänzt, um seine Einsicht in den relationalen Charakter des Wert. Und das habe ich nicht ausgeführt, weil es wäre zu weit geführt, aber für mich ist Marx der einzige Werttheoretiker, der für das Nachdenken über den Wert der Kunst uns Instrumente an die Hand gibt, weil er sagt, Wert ist einerseits Verausgabung von menschlicher Arbeit, ob das Spaß macht oder nicht, ob das entfremdet ist oder nicht, ist an dieser Stelle nebenbei bemerkt nicht ausschlaggebend. Es ist trotzdem lebendige Arbeit. Und Wert ist, er sagt, ein gesellschaftliches Verhältnis. Was er damit meint ist, Wert ist etwas, ist relational, der Wert der einen Sache drückt sich in der anderen aus, Wert ist immer in Verhandlungen und immer woanders. Wert ist auch Ergebnis eines kommunikativen Prozesses, nichts ist in sich und an sich wertvoll. Und das klingt jetzt so banal oder basal, aber ich finde für den Kunstzusammenhang ist diese Doppelung eines relationalen Wertbegriffs mit einem substantialistischen Wertbegriff total interessant. Weil einerseits stoßen wir immer, zumal in der Auktionssphäre, auf Rhetoriken wie die, dass Werke in sich wertvoll seien. Also ich hatte da kürzlich wieder ein Zitat von Tobias Mayer, dem Chefauktionator von Sotheby's, der über ein Roscoe-Bild sprach und diesem inhärenten Wert, intrinsic value, intrinsischen Wert zugesprochen hat. Das ist sozusagen, das ist mehr oder weniger der zentrale Glauben in der Auktionssphäre, dass Werke, Matthias guckt schon ganz traurig, intrinsischen Wert hätten. Und intrinsischen Wert gibt es nicht. Das sagt Marx ganz zu Beginn des Kapitals. Es gibt keinen intrinsischen Wert, er ist immer relational. Aber er fundiert sich in menschlicher Arbeit. So, ich finde, es gibt keine bessere Werttheorie, man solle mir eine zeigen, die diese beiden Gedanken, Relationalität des Werts und Substantialisierung des Werts durch Arbeit, miteinander verschränkt. Deswegen halte ich daran fest, bis man mir eine bessere Werttheorie zeigt, die sich auch für das Nachdenken über den Wert der Kunst als brauchbar erweist. Die Frage, wieso, Arbeit macht doch gar keinen Spaß und ist entfremdet, wieso soll das dann lebendig sein? Ich würde sagen, erstmal, Arbeit ist bei Marx nicht nur Arbeit im Sinne einer physischen Verausgabung. Arbeit ist bei Marx auch immaterielle Arbeit. Und immaterielle Arbeit ist, wie wir alle wissen,
die Arbeit, die gerade im Kulturbereich zentral geworden ist und vielleicht gesamtgesellschaftlich gesehen auch. Und diese Arbeit, ob sie nun als mechanisch oder entfremdet, langweilig oder tot erlebt wird, das ist egal. Es ist immer menschliche Arbeit, die verausgabt wird. Etwas wird verausgabt. Deshalb Lebendigkeit. Würde ich auch dran festhalten. Selbst die tote Arbeit einer konzeptuellen Arbeit ist am Ende des Tages insofern schon lebendig, als sie diesem Künstler wieder zugeschrieben wird. Zu den Ikonen würde ich sagen, klar, in den Ikonen ist es nicht das Künstlersubjekt, was sich offenbart, aber gerade die Ikonen sind doch ein gutes Beispiel dafür, dass Malerei als ein Quasi-Subjekt, Subjekt und wesenhaft empfunden wird. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Also genau, was Hegel beschreibt oder was ich auch am Anfang mit Damisch versucht habe zu sagen. Und die Tatsache, dass sozusagen der Künstler dahinter vermutet wird, tritt zurück, ist aber schon die Voraussetzung dafür, denke ich, dass diese Art von subjektive Kraft eingetreten ist und suggeriert wird. Aber man muss natürlich zwischen der Malerei als Quasi-Subjekt und der Malerei als sozusagen eine Maschine, die die Anwesenheit des abwesenden Künstlersubjekts erzeugt, unterscheiden. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass dieses anwesende, abwesende Künstlersubjekt irgendwie da zu sein scheint, den Gedanken einer Subjekthaftigkeit erst ermöglicht. Sonst wären die Ikonen, würden die Ikonen so nicht empfunden. Ja, ich muss auch noch mal drüber nachdenken. Aber danke für die vielen anregenden Kommentare. Kommen jetzt noch welche? Ich bin schon etwas erschöpft. Vielleicht extrem undankbar, wenn man jetzt noch mal vielleicht Advocatus Diaboli spielt. Zu dem historischen Teil. Ich weiß nicht, wie gut das mit Hegel an der Stelle funktioniert. Das ist auf jeden Fall kein Rück, aber vielleicht eine randständige Lesart. Da müsste man nochmal gucken, ob das dem darum auch wirklich geht. Das auf keinen Fall. Aber, okay, aber in dem Zitat können wir, finde ich auf jeden Fall extrem spannend. Ist aber gar nicht so mein Gebiet. Ich finde es wunderbar, das Beispiel mit Alberti. Ja, in der Zeit haben Sie absolut recht. Es kann man bei Frank Fehrenbach und so wunderbar zur Zeit nachlesen, es geht Leonardo wirklich darum, dass wir ihm über die Schulter gucken können, auch Michelangelo an manchen Stellen, aber nicht nur in seiner Malerei, also oder Zeichnung, nicht nur in seinen Zeichnungen. Das ist in seiner Skulptur doch offensichtlich, ja, die Präsenz, die sich daran, dass fast alle Skulpturen nach Michelangelo noch Michelangelo mitdenken muss, die ist eminent wichtig, das ist, glaube ich, relativ klar. Und insofern, da sollte doch irgendeine Trennung vorgenommen werden. Die schien mir historisch da auch nicht so gut zu funktionieren. Welche Trennung jetzt? Zwischen Skulptur und Malerei. Ach so, okay. Und das historisch, das kam mir schwierig vor. Jedenfalls, wenn wir das im 16. Jahrhundert irgendwie betrachten wollen und sagen wollen, wie weit sich da der Künstler als Bildhauer oder als Maler oder Zeichner in seinen Werken präsent in den Vordergrund drängt, das ist in beiden Gattungen auf jeden Fall vorhanden. Absolut, nur ist es sozusagen, nur glaube ich, dass Hegel mit seiner Idee, dass Subjektivität in die Malerei einbricht, und das ist ja wirklich sein Versuch, Malerei von Skulptur abzugrenzen an der Stelle, dass er sozusagen den Grundstein gelegt hat für ein Nachdenken in der Malerei, das man immer wieder findet, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, jetzt, wo der Malerei diese wesensgleichen Kräfte zugestanden wurden und sie als quasi denkendes Subjekt postuliert wird, vor allen Dingen in der französischen Malereitheorie. Und das ist ja auffällig, dass es diesen Diskurs in derselben durchgängigen Weise für die Skulptur nicht gibt. Das ist alles, was ich sage. Ich sage ja, durchaus könnte man diese Dinge auch für Skulptur feststellen. Aber nur in der Malerei gibt es von Hegel angefangen die Durchgängigkeit dieses kunsthistorischen Topos oder dieses Versuchs, ihr eine subjektgleiche Kraft, ihr ein eigenes Denken und Handeln zu bescheinigen. Und das gilt im Grunde genommen nicht, das gilt im Übrigen nicht nur für die Theoretiker, das gilt auch für die Künstler selbst. Dass dieser Topos, dass die Malerei auch etwas tut und einem die Hand führt, das ist jetzt ein etwas anders gelagerter Topos, aber der findet sich von Francis Bacon bis zu Albert Oehlen, wird das mal ernsthaft, mal ironisch variiert.
diese Idee, dass das Bild dem Künstler sagt, was er zu tun hat, dass die Hand ihm geführt wird, dass das Bild weiß, wann es fertig ist und so weiter. Das findet man doch bei Charline von Heil. Und das ist ja interessant. Also woher kommt das? Woher kommt diese Idee? Und ich denke, das ist der zentrale Mythos der Malerei, der eine ganz lange Geschichte hat. Und zugleich ist es aber auch, und das hätte ich vielleicht auch noch sagen sollen, eine Produktionserfahrung, die Künstler machen. Aber das mit Hegel, ob er das wirklich so gemeint hat, ich denke, das war schon sein Versuch. Er hat ja die Kunstformen voneinander abzugrenzen versucht und ihnen jeweils spezifische Leistungen zugewiesen. Und, ja, genau. Na gut, es ist eine Sonderdiskussion. Das ist jetzt vielleicht auch, führt jetzt zu weit, machen wir dann vielleicht nachher. Gut, ich danke ganz herzlich nochmal Isabel Graf für den Vortrag und Ihnen allen fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und wünsche einen schönen Abend. Applaus